als erstes kommt zu euch aus dem fernen Tübingen. Ein Mann, der Dippelneurobiologe ist. Dippelneurobiologe. Der euch etwas darüber erzählen wird, wie wir andere Menschen lesen können. Er wird es euch erklären. Und dieser Mann ist mir aus einem ganz besonderen Grunde bekannt und vertraut. Dieser Mann tanzt wie so viele in diesem Laden heute Abend. Unter anderem zu Swing Music, Lindy Hop. Und vielleicht wird er euch noch den einen oder anderen Swing-Out zeigen heute. Hier ist für euch, Florian, du bist bereit, wir nehmen die Zeit, euer erster Kandidat hier beim Science Slam im Luxor, Dong! Guten Abend, Köln. Also, hört ihr mich gut? Ja? Ich bin Dong und ich möchte euch heute Abend von einem spannenden Thema erzählen und wie lesen wir andere Menschen? Also, eine definitive Antwort habe ich nicht, weil ihr macht das ja schon. Aber ich möchte euch gerne so einen ganz groben Überblick geben, was für Forschung es gibt und wie man das erforschen könnte. Denn wir alle sind kein unbeschriebenes Blatt. Wir alle sind Experten unserer Bauchgefühle. Wir alle sind Spezialisten erster Eindrücke. Und wir alle beurteilen andere Menschen, ob sie intelligent, freundlich oder furchtbar sind. Wir alle wissen, mit wem wir nicht eine Hausarbeit zusammenschreiben wollen. Und wir alle wissen, mit wem wir gerne mal im Bett landen würden. Nicht ich. Und ihr alle denkt vielleicht, dass ihr mich kennt, weil ihr habt einen asiatischen Freund und die sehen ja alle ähnlich aus. Aber ich bin's nicht. Und warum denkt ihr das? Weil euer Gehirn es euch sagt. Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und warum denkt ihr das? Weil unser Gehirn innerhalb von Millisekunden Daten verarbeitet und sagt, da ist ein Mann, ein Asiate, jung, naja, Asiaten können auch älter sein, auch wenn sie jung aussehen. Und ja, er spricht fließend Deutsch, vielleicht ist er in Deutschland geboren und vielleicht mag er Hunde. Nein, ich mag Katzen. Vielleicht, ja. Aber all diese einfachen Eindrücke, die ihr euch im Gehirn sammelt, können manchmal auch etwas schief gehen. So einfache Sachen wie Hände schütteln in Russland kann manchmal total schief gehen. Und warum? Weil es soziale Signale sind, die wir lesen müssen. Und die funktionieren in Russland manchmal etwas anders. Und wir brauchen sie, um vorhersagen zu können, ob jemand mich begrüßen will oder mir in die Fresse hauen will. Und das ist sozusagen, wie wir soziale Signale lesen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Forschung rein oder in eine Frage. Und ich möchte euch einfach mal fragen, stellt euch vor, ihr seid in einer Reality-TV-Show, sei es Dschungelcamp oder Big Brother, wie auch immer. Und stellt euch vor, ihr werdet jetzt für 6 Monate auf eine einsame Insel geschickt. Mit einer fremden Person. Also schaut euch um. Sucht eine Person aus, die ihr nicht kennt, beobachtet und sagt, nach welchen Kriterien würdet ihr einen Partner auswählen? Worauf würdet ihr schauen, wenn ihr plötzlich innerhalb von einer Minute einen Partner suchen müsstet? Für eine einsame Insel. Gesicht. Okay, wir hatten Gesicht. Noch andere Vorschläge? Lächeln gehört auch zum Gesicht, aber ja, Lächeln ist gut. Noch andere? Also sagt einfach mal frei. Körperhaltung, das ist super. Ja, und es gibt viele Faktoren. Und all diese sind soziale Signale, die wir auch im Alltagsleben benutzen. Und eine davon, ob ihr es glaubt oder nicht, ist zum Beispiel auch Kleidung. Und das hatte ich in früheren Forschungsprojekten untersucht. Und deswegen frage ich euch einmal, wenn ihr dieses Bild seht, was haben diese Menschen gemeinsam? Okay, ich mache es euch einfach mal einfacher. Was haben diese Menschen gemeinsam? Das sind Ärzte, genau. Und die Kleidung hat es gesagt. Der weiße Kittel hat ein soziales Signal gegeben. Die Person ist ein Arzt. Und das war vorher auch so, dass es alles Ärzte waren. Aber man hat es nicht erkannt. Also funktioniert die Kleidung als soziales Signal. Naja, aber funktioniert es wirklich so zuverlässig? Also es gibt eine Studie aus den USA, da haben sie gefragt, also verschiedene Ärzte in verschiedenen Kleidungen gekleidet und gefragt, wer ist kompetent und vertrauenswürdig. Ich fand das ganz interessant. Also habe ich in Korea mal eine gleiche Studie gemacht. Also ich habe Ärzte, die westlich, also traditionelle Ärzte waren, in 4 verschiedenen Kleidungen gekleidet. Also einmal casual, normal oder formal im Sakko oder traditionell, also im koreanischen Sinne, keine Walfänger, aber traditionell. Und mit einem weißen Kittel. Und man konnte sehen, wenn man gefragt hatte, wie kompetent
kompetent oder vertrauenswürdig oder welchen Arzt würden Sie nochmal nehmen? Nach der ersten Behandlung hat man 153 Patienten gefragt, welchen Arzt, das waren alles die gleichen, nur in anderen Kleidungen, sie am kompetentesten beurteilen wurden, und es war immer der Arzt mit dem weißen Kittel. Was sagt das zu uns? Das bedeutet, Kleidungen oder auch die sozialen Signalen werden immer hoch bewertet, wenn es unserer eigenen Erwartung entspricht. Und die eigene Erwartung war sozusagen, dass ein Arzt einen Kittel trägt, also haben wir ihn als kompetent beurteilt, also ist nichts Spannendes. Trotzdem hatte ich daraus 3 Studien veröffentlicht in Journals. Ja, wissenschaftliche Publikation ist wichtig. Genau. Und Zusammenfassung: Wonach beurteilen wir andere Menschen? Nach Kleidung? Enthält es Informationen über andere Personen? Ja, zuverlässig? Denn es spiegelt unsere Erwartung wider. Aber wonach können wir noch andere Menschen beurteilen lassen? Nach Gesicht. Zum Beispiel können wir sagen, wie intelligent ist eine Person? Und das können wir von Gesichtern auslesen. Oder wir können sagen, wie sympathisch ist eine Person? Welche Person möchtet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Ja, und dann schaut man hin, und Kriterium könnte sein Schönheit, Haarfarbe oder spontan das sympathische Lächeln. Aber all diese Sachen senden ein soziales Signal aus, auf das wir alle reagieren. Naja, aber stellen wir uns vor, das waren jetzt Miss Germany-Kandidatinnen, aber wenn wir nach Korea gehen und Miss Korea-Kandidatinnen wählen würden, seht ihr irgendwelche Unterschiede? Ja, manchmal können Asiatinnen sehr ähnlich aussehen, ja? Und das liegt daran, dass wir wenig Erfahrung haben. Stellen wir uns vor, wir gehen zum Beispiel in Pinguinland und sagen, Gesicht vom Pinguin, wen würdet ihr als Partner wählen? Naja, manche Leute könnten das vielleicht schon, aber das ist auch schwierig, weil wir keine Erfahrung mit Pinguinen haben. Also, wonach beurteilen wir andere Menschen? Gesicht als soziales Signal? Enthält es Informationen? Ja, sehr viel. Gesichtsausdrücke und viele andere Sachen, die im Gesicht zu sehen sind. Zuverlässig, immer je nach Kontext und vor allem wichtig, nur nach der eigenen Erfahrung. Sozusagen in einem anderen Land oder mit anderen Ethnizitäten könnte man das nicht so gut beurteilen. Und jetzt kommt die Fragestellung, die mir am meisten am Herzen liegt, und zwar Kleidung, Gesicht, das gehört zum Aussehen, aber Haltung oder Gesten oder Bewegungen. Ich denke zum Beispiel persönlich, dass Bewegungen ganz viel aussagen, mir ein Bauchgefühl geben, wie jemand so drauf ist. Und jeder Mensch bewegt sich doch anders, selbst wenn man das gleiche Lied Lindy Hop tanzen müsste. Ja, und genau das wollte ich untersuchen. Wie habe ich das untersucht? Links, das ist Ludo, ein Franzose in Dublin in Irland, und rechts, das bin ich. Man muss bei dieser Aufnahme nicht immer diese Fratzen ziehen, aber man zieht diese Motion Capture Suits an und man nimmt sozusagen die Bewegungen von jeder Person auf. Und ich wollte schauen, wie unterschiedlich können die gleiche Bewegung sein. Also habe ich gesagt, tanz mal Rock'n'Roll, am besten ein Twist. Und das sieht dann so aus, wenn man Avatare sieht. Das ist der gleiche Takt, gleiches Lied, aber verschiedene Leute tanzen das anders. Und wenn man sagt, joggt einfach mal, rennt einfach, läuft, dann sieht man ganz rechts zum Beispiel eine Person, die total motiviert läuft. Und mit dieser Person würde man natürlich gerne auf eine einsame Insel gehen wollen. Und daraus können wir auch schließen, dass Bewegungen, wie verschiedene Leute das ausführen, uns genügend soziale Signale geben würden. Aber das muss man ja auch untersuchen. Also wir haben gerade eine Studie laufen, wo wir sehen wollen, ob die Persönlichkeiten tatsächlich übereinstimmen, was die Leute beurteilt haben. Aber eine andere Frage wäre, wenn man jetzt nur die Bewegungen aufnimmt, ein Avatar zeigt, Aussehen versus Bewegung. Wo kann man sich selbst am besten erkennen? Also haben wir ein Experiment durchgeführt mit den gleichen Bewegungen, aber mit einem männlichen Avatar, weiblichen Avatar oder nur die pure Bewegung, die wir dann Punktemännchen oder Pointlight Dots nennen. Und wenn man die Ergebnisse, also das sieht dann so aus, wir lassen Leute spontan tanzen. Also natürlich würden sie von sich aus nicht spontan tanzen, aber wir machen das Licht aus, das wird trotzdem aufgenommen und dann tanzen die Leute so. Und das haben wir in diesen 3 Formaten gezeigt, also entweder nur die Bewegung als männlichen Avatar oder weiblichen Avatar. Und interessanterweise haben wir gefunden, egal ob männliche oder weibliche Teilnehmer, sie haben sich selbst mit der puren Bewegung am meisten erkannt. Natürlich müsste man noch mehr Studien dazu führen, aber das sagt, Bewegung ist ein zuverlässiges soziales Signal oder ein soziales Signal. Es enthält Informationen über andere Personen, sogar ziemlich zuverlässig. Aber man muss da weiter testen, und ich habe noch weitere Studien laufen. Wenn ihr zu einem anderen Science Slam kommt, kann ich mehr erzählen. Eine habe ich schon fast publiziert, und zwar, wie gut können Leute kooperieren? Es gibt ja Leute, die nicht so gut kooperieren können, wie man zum Beispiel hier auf diesem Bild sehen kann.
Und mit diesen Leuten würde man auf keinen Fall auf eine einsame Insel gehen wollen, weil die sind einfach nicht kooperationsfähig. Genau. Und so kommen wir zur Take-Home-Message. Wenn ihr auf eine einsame Insel geht, liest andere Menschen gut, wählt eure Partner gut aus, denn das Leben macht einfach mehr Spaß, wenn man mit super Kooperatoren arbeitet und ihr wart ein super Publikum. Vielen Dank, Köln! Das war für euch unser Mann, der die Puppen tanzen lässt, aus Tübingen, Dong!